Flughafen Mineralnivodi. Von München über Moskau hat mich meine Reise hierher geführt. Mein Abenteuer kann beginnen. Liana? Oh, hallo. Hi! Hallo, Liana! Oh. Hallo. Hallo. Gut, das ist Anatoli. Hallo, Anatoli. Bitte. Dobro pozdravljeni. Ja. Ja. Wir gemeinsam von Elbrus bis nach Sochi. Liana und Anatoli werden in den nächsten 2 Wochen meine Begleiter sein. Also, wir gehen von Kerskol über den Elbrus nach Kurzuk. Weiter über Dombai, Arthus, Damgurt nach Krasnapoljana. 250 Kilometer quer durch den wilden Kaukasus bis nach Sotschi am Schwarzen Meer. Und das alles 3000 Kilometer entfernt von meiner Heimat Deutschland. Wir starten in Terskol, dem Talort des Elbrus. Vor uns eine Route fernab der Zivilisation. Eine Reise ins Ungewisse. Wir haben von Arthus bis Krasnapoljana keine Unterstützung. Schaffen wir das nur mit Skiern und Ausrüstung? Ja, so sind sie. Anatoli gibt mir ein gutes Gefühl. Aber schauen wir mal. Bei meinem ersten Besuch im Kaukasus vor 12 Monaten scheiterte diese Route an der russischen Bürokratie. Weiter geht's. Nur noch 20 Kilometer auf einer der wenig gut ausgebauten Straßen im Kaukasus. Jetzt zu unserem eigentlichen Startort der Tour nach Terskol am Ende des Baksan-Tales. Terskol liegt auf einer Höhe von 2140 Meter über dem Meeresspiegel. Luftlinie sind es eigentlich nur 250 Kilometer nach Sotschi am Schwarzen Meer. Luftlinie, wie gesagt. Hier an diesem Olympiastützpunkt beginnt meine Suche nach Olympia. Ich treffe Lianas Onkel. Mein Onkel ist Isaac. Isaac Peter. Hello. Isaac. Nice to meet you, Mr. Isaac. I'm Peter. Herr Thilow, Sie sind Vizepräsident des Trainingszentrums MIR, das zum russischen Ministerium für Sport und Tourismus gehört. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist Ihre Aufgabe? Nun, ich bin verantwortlich für dieses Abfahrtsskizentrum, das MIR. Es wurde 1984 gegründet, auch für Sommertrainingslager im Skifahren, Freestyle und Biathlon. Wir hatten angefangen, einen großen Komplex zu bauen, mit einer Sporthalle, einem Schwimmbad und einem Reha-Zentrum. Können Sie mir die Sportanlagen ein wenig zeigen? Und das sollen sie also sein, die Sportanlagen des Olympiatrainingszentrums. Alles sehr monströs geplant, aber nie zu Ende gebaut. Вот здесь спортзал у нас. Планировался. Да. Большой спортзал. Дальше медико-восстановительный центр. Сауны. Сауна. Сауны. Сауна. И здесь кинозал. Пищеблок. Это киносал. Да. Für Freizeit. Да. Also ein riesen Sportzentrum war hier geplant. На втором этаже. Большой спортцентр. Riesig groß. Большой, groß, высокий. Und Перестройка. Да. Kein Geld mehr. Все, остановилось все. Höflich folge ich Herrn Thilow, während er mir voller Stolz zeigt, wo eigentlich mal Langläufer und Biathleten trainieren sollen. Und das ist die Skiroller-Strecke. Aber wo ist der Asphalt? Asphalt? Конечно, покрытие специальное будет. Ja, wann? Yes. Never. No, they will. They have this plan.
Und wie lange soll die ganze Rollski-Runde werden? In die eine Richtung bis nach Assau und in die andere so bis nach Cheget und weiter, so 10 bis 15 Kilometer. Von oben wirkt Terskohl vielleicht nicht ganz so trist. Außerdem zeigen sich die ersten Gegensätze. Hier grüne Täler und dort tiefste Winter. Über Nacht gab es kräftigen Neuschnee. Ein Skido, eine Piste, einfachste Verhältnisse. Und siehe da, der Alpinski-Nachwuchs von Terskohl trainiert. Für Sotschi ist es wahrscheinlich noch zu früh. Immerhin, es gibt sie also doch, Sportler an diesem Olympiatrainingsstützpunkt. Mit Engagement und ohne Bezahlung arbeitet der Trainer mit dem spärlichen Nachwuchs. Irgendwie treffe ich hier auf zwei Welten. Einerseits diese bombastische Bergkulisse, wie gemacht für geldbringenden Massentourismus, und andererseits einen über 50 Jahre alten Lift, der mich gemeinsam mit Anatoli auf den Cheget hinaufbringt. Es wird Zeit, sich auf den Elbrus vorzubereiten. Zur Höhenanpassung muss ich eine Eingehtour machen, denn der Elbrus liegt auf 5642 Metern. Der Körper muss sich an den verringerten Sauerstoffgehalt in dieser Höhe erst langsam gewöhnen. Selbst ich als Hochleistungssportler brauche diese Akklimatisierung. Und das ist er also, der Elbrus, der höchste Berg Europas oder zumindest Russlands, je nach Definition der innereurasischen Grenzen. Auf alle Fälle ist der Elbrus ein inaktiver, vergletscherter Vulkan, der aus zwei Gipfeln besteht. Von 2600 Metern aus arbeiten wir uns langsam an die 3000er Grenze heran. Mit jedem Schritt fällt mir bereits jetzt das Atmen deutlich schwerer. Das Wetter meint es heute richtig gut mit uns. Das Panorama ist einmalig und lässt den großen Respekt vor der sportlichen Herausforderung der nächsten Tage in den Hintergrund treten. Dabei, dabei. Morgen starten wir unsere Tour mit der Königsetappe gleich zu Beginn von Terskohl rauf auf den Elbrus. Der nächste Morgen. Elbrus Talstation. Die erste und älteste Bergbahn Russlands. Hier treffen wir Alik, einen Freund von Anatoli. Ein Bergführer, der normalerweise bei der Bergwacht in Terskohl arbeitet. Angst müssen wir auf alle Fälle keine haben. Wir sind gut behütet. Russische Soldaten trainieren für die Absicherung der Olympischen Spiele. Es gilt Sicherheitsstufe 1 für Olympia. Die Angst vor Anschlägen durch Terroristen aus den rebellierenden Kaukasusregionen, Tschetschenien, Ossetien, aber auch aus dem grenznahen Georgien ist groß. Und Filmen ist ja eigentlich strengstens verboten. Wir haben Glück gehabt. Ein paar Meter weiter, russisch-deutsche Geschichte zum Anfassen. Mitten in der Bergstation der Elbrusbahn auf 3200 Meter Höhe ist ein privat betriebenes Museum über den Zweiten Weltkrieg im Kaukasus. Das ist das Museum für den Zweiten Weltkrieg. Sie sind der Museumsdirektor. Können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie hier haben? Das sind österreichische Karabiner. Und dieser Helm ist von Italienern. So sah die Uniform unserer Soldaten aus. Diese Schuhe und Lumpen, keine gescheite Ausrüstung im Schnee auf diesen Höhen. Im Winter 42, 43 war das sehr schwer. Bedrückend und bewegend zugleich.
Museumsdirektor Mikhailovich Pavlenko spricht über Frontverläufe. Er hat als Kind den Krieg am Elbrus hautnah miterlebt. Die Deutschen waren nämlich schon mal in Sotschi. Damals hatten sie dort allerdings nichts verloren. Das Wetter ist, naja, nicht so das Gelbe vom Ei. Von der Bergstation der Elbrusbahn steigen wir bis zum Basislager Garabashi auf 3750 Meter auf. Allein und verlassen. Hier werden wir übernachten. Wir sind in diesem Jahr die Ersten. Zu dieser Zeit ist es eigentlich zu früh, um den Elbrus zu besteigen. Zu kalt und zu stürmisch. Selbst in den Botschkis hat es minus 10 Grad. Kein Strom, keine Heizung. Die Technik ist längst verrottet. Die sogenannten Botschkis heißen übersetzt Fässer und sind mit ihrer röhrenartigen Konstruktion gewisse Fremdkörper am Berg. Das hier sollte ja mal von Athleten als Höhentrainingslager benutzt werden. Jetzt ist es zweckentfremdet als Bergsteigerunterkunft und damit die einzige Einnahmequelle des Olympiatrainingszentrums. Für 30 Euro pro Person unsere Übernachtungsmöglichkeit für wenige Stunden, weil wir ohnehin sehr früh die lange Tour zum Gipfel beginnen. 2 Uhr morgens. Frühstück. Haferbrei mit Wasser. Schmeckt. Naja. Ein altes russisches Sprichwort sagt: No porridge, no summit. Also kein Haferbrei, kein Gipfel. Minus 25 Grad Celsius. Wir sind dick eingepackt: Lampen, Felle, Steigeisen. Los geht's. Gott sei Dank hat es aufgehört zu schneien und trotzdem habe ich ein mulmiges Gefühl. Vom Basislager machen wir uns auf den langen Weg. Anatoli und Alik haben mehrfach den Elbrus bestiegen und kennen den Weg genau. Ich vertraue ihnen blind. Nur die Kopflampen weisen uns den Weg. Eigentlich sehe ich die Hand vor Augen nicht. Knapp 2000 Höhenmeter liegen vor uns. Haushalten mit den Kräften ist angesagt. Die Kälte, der Wind, die dünne Luft. Das alles dürfen wir nicht unterschätzen. Nun ist mir klar, warum wir so früh aufgebrochen sind. Der Sonnenaufgang am Elbrus ist einfach unbeschreiblich. Trotzdem müssen wir uns konzentrieren, weil das glatte Gletschereis nur von einer dünnen, heimtückischen Neuschneeschicht bedeckt ist. Die Steigeisen finden nur mühsam Halt. Wir kommen nur schleppend voran. Alik hat seine liebe Mühe und Not. Es ist seine erste Elbrus-Tour in diesem Jahr. Die Luft ist dünn hier auf 4400 Meter. Hoffentlich hält Alik durch. Alik, stopp. Pause, ja? Ja, Rest. Ein bisschen trinken. Trinken, geht. Ja. Geht der Rest? Alik, du hast die besondere Ehre, das olympische Feuer auf den Elbrus zu tragen. Was bedeutet das für dich, für Olympia, die Olympiafackel für Russland zu tragen, hier an diesem Ort am höchsten Punkt Europas? Olympischer Grund, da wir uns. Ja, wir werden die Olympiafackel auf den Elbrus hinauftragen. Man hat uns das anvertraut. Wir wissen noch nicht, wie das Wetter wird, aber wir werden es schaffen. Sotschi ist dort drüben. Es ist gut, dass es in Russland stattfindet, Olympia, hier in dieser südlichen Region. Für die Jugend ist es wichtig, Wintersport zu betreiben. Also, es gibt nur Vorteile, dass die Olympischen Spiele in Sotschi stattfinden. Проведение Олимпиады в Сочи.
Nach 7 Stunden Aufstieg und mittlerweile auf 5000 Metern fällt jeder Schritt schwerer und schwerer. Jeder kämpft für sich und mit sich. Ich hätte nie gedacht, dass es so hart wird, aber ich habe das Ziel vor Augen. Meter. Endlich geschafft. Alik, Anatoli und ich. Ich könnte weinen vor Freude und Glück, wenn ich die Kraft und die Luft dazu hätte. Der Blick vom Dach Europas auf den gesamten Kaukasus ist einmalig und übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ich bin schwer ergriffen. Weit und breit kein Anzeichen von Zivilisation. Jetzt müssen wir nur noch heil wieder runterkommen. Schwierig und teilweise echt gefährlich die Schneesituation. Unter der dünnen Neuschneeschicht finden die Skier kaum Halt auf dem harten Eis. Der stetige Wind und die Kälte machen das Eis glatt wie Glas und hart wie Stahl. Dazu kommen noch die verdeckten Gletscherspalten, nicht ungefährlich. Hinter dem Elbrus geht's weiter, nach Westen in Richtung Sotschi, in sehr einsame Regionen des Kaukasus, nach Kurzuk. In diesem tiefen Tal auf 1000 Meter Meereshöhe ist der Winter wieder ganz weit weg. Wir haben einen der schwierigen regionalen Grenzübertritte hinter uns. Über 2 Monate hat die Genehmigung bei den örtlichen Behörden gedauert. In diesem Tal sind nur noch vereinzelte Hirten anzutreffen. Anatoli erklärt mir, dass die Gastfreundschaft im ganzen Kaukasus einfach überwältigend ist. Hirte Stipan lädt uns sofort ein, hier das Nachtquartier aufzuschlagen. Nachdem ich ihm erklärt habe, dass wir nicht übernachten können, bittet er uns zu einer kleinen Rast in seine bescheidene Hütte. Er hat nicht viel, aber er teilt es gerne mit uns. Ayran soll ja unheimlich gesund sein und uns Kraft und Power für die nächsten Etappen geben. Ein Erfrischungsgetränk, das auf Basis von Joghurt, Wasser und Salz zubereitet wird. Da wird man 100 Jahre alt, wenn man so viel jeden Tag Ayran trinkt. Ayran wirkt. Es geht weiter und die Beine gewöhnen sich langsam ans Marschieren, so ganz ohne meinen geliebten Schnee. Langsam erreichen wir Tiberda. Zumindest mehrere Häuser hinter hohen Mauern und Zäunen hat der Ort. Befestigte Straßen sind aber auch hier Fehlanzeige. Vielleicht gibt's ja hier mal was Richtiges zu essen und trinken, was auch ich als Westeuropäer vertrage. Hallo. Мы путешествуем по Кавказу, вот решили... Супер. Раша водка? Раша водка. На здоровье. Gesundheit. Auf den Erfolg. Ja genau, das brauche ich jetzt. Reinigt zumindest die Geschmacksnerven und öffnet die Augen für das Wesentliche. Anatoli hat sofort gesehen, Gegensätze ziehen sich an. Hier wie bei Olympia. So auch im wilden Kaukasus. Und das Spannende ist, je näher wir der unmittelbaren Olympiaregion kommen, desto mediterraner und sommerlicher wird's. Von hier aus Tiberda sind es nur noch 90 Kilometer Luftlinie bis Krasnaya Poljana, dem Austragungsort der Skiwettbewerbe in Sotschi.
Von Kurzuk und Tebeda geht's weiter nach Dombai, einem von insgesamt nur 3 Skigebieten im ganzen Kaukasus. Anatoli und ich sind mittlerweile seit einer Woche gemeinsam unterwegs, über Stock und Stein. Trotz aller Sprachbarrieren sind wir dicke Freunde geworden. Eigentlich kann ich Olympia schon fast riechen. Wir sind nur noch 70 Kilometer entfernt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir bewegen uns immer weiter weg von Sotschi. Es wird immer einsamer. Der Weg wird immer beschwerlicher. Das Schuhwerk ist hier für die schneefreien Täler wahrscheinlich auch nicht ganz optimal. Dombai ist eines der wenigen Skigebiete im Kaukasus und noch ein Überbleibsel der Sowjetunion. Als einziges Skigebiet in der muslimischen Kaukasusregion Tscherkesien, mit all den regionalen Einreisebeschränkungen nicht nur für Ausländer, sondern auch für andere Kaukasusbewohner, fristet es ein trauriges und morbides Dasein. Trotz oder wahrscheinlich wegen aller Tristesse ist das kaukasische Essen ein Gedicht. Anatoli und ich verabschieden uns nach über einer Woche. Ich ziehe alleine weiter, weil Anatoli als russischer Kaukasier keine Genehmigung für die Olympiaregion Krasnodar bekommen hat. Auch das ist Russland. Ab hier müssen mein Kamerateam und ich mit dem Auto fahren. Denn so kurz vor den Spielen gibt es keine andere, sichere Möglichkeit, in die Olympiaregion einzureisen. Krasnaja Poljana. Endlich wieder auf Schnee. Hier treffe ich wieder Liana, diesmal mit ihrem Vater. Hello, Liana. Hello, Ruslan. Hello. Where are you coming from? Wo kommt ihr her? Oh, Peter. Hi. How are Hello. You? Hello, Ruslan. Hello, Liana. Nice to meet you. Ruslan, du bist Architekt der Olympischen Spiele von Olympics Troy. Du kannst mir ein paar Fragen beantworten. Ja? Das Herz der Olympischen Spiele wurde komplett aus dem Boden gestampft. Hier war vorher, außer ein paar Dachas, nichts. Ist es die größte Baustelle Russlands und wie groß ist sie? Ich sag mal so, das ist eine der ganz großen Baustellen in Russland. Natürlich gibt es noch viele weitere Baustellen, zum Beispiel damals, wo man im Fernost sich auf APEC vorbereitet hat, da gibt es auch große Investitionen. In Moskau investiert man viel, in St. Petersburg, in weiteren Städten. Bloß, für so ein kleines Gebiet wie Sotschi, hier wohnen ja gerade mal 500.000 Menschen, dafür sind die Investitionen riesig. Am Anfang hat man es auf 300 bis 350 Milliarden Rubel geschätzt, aber das war noch 2005. Jetzt sind die Zahlen ums Vielfache gestiegen. Innerhalb von 4 Jahren wurden alle Anlagen von Skiliften und Pisten über Langlauf- und Biathlonstadien, Sprungschanzen bis Bob- und Rodelbahnen wie aus dem Nichts geschaffen in Krasnaja Poljana. Dazu über 30.000 Gästebetten gebaut. Die meisten Athleten werden in diesem engen Tal während Olympia wohnen. Von der größten Baustelle Russlands sind wir je nach Verkehr in einer Stunde oder 40 Kilometer später in Sotschi. Sollte die Schnellstraße jemals fertig werden. Sotschi, das Monaco Russlands. Ein orthodoxes Heilbad mit sehr mildem Klima und Mineralwasser. Und irgendwie bin ich komplett falsch gekleidet. Aber eigentlich sollen ja hier Olympische Winterspiele stattfinden. Die Kirche ist ein wichtiger Baustein in Putins Politik und folglich auch für das Projekt Olympia. In Krasnodar ist die orthodoxe Kirche anders als in den restlichen, mehrheitlich islamgläubigen Kaukasusregionen sehr staatsnah. Ich besuche die Erzengel-Michael-Kirche und bin erstaunt über die pompöse Ausstattung. Die
Olympische Winterspiele am Meer. Diesen Gegensatz in diesen Breitengraden hat es bisher so noch nicht gegeben. Ein Winter-Olympiapark mit direktem Zugang zum Kiesstrand am Meer. Also vom Eiskunstlauf oder Eishockeytraining gleich zum Baden und Sonnen. Der Olympiapark rein aus Olympiasicht betrachtet ist einmalig. Alles fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. Sogar vom Flughafen könnte man zu Fuß rübergehen. Zumindest sind es tatsächlich Olympische Spiele der kurzen Wege. Der Sicherheitsbeauftragte der Baubehörde Olympicstroy führt mich nach langem Genehmigungskampf, der über ein Jahr gedauert hatte und vor Ort dann doch fast gescheitert wäre, zu den olympischen Trainingsstätten. Aber so ist das nun mal in Russland. Doch genau das habe ich seit 250 Kilometern quer durch den Kaukasus gesucht, die Olympischen Spiele in Sotschi. Eiskunstlauf hat in Russland eine lange und erfolgreiche Tradition. Sie alle hier wollen mal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Die Spiele in Sotschi kommen für sie noch viel zu früh. Aber vielleicht gerade recht. Die Eiskunstläuferinnen teilen sich die Halle mit der Eishockeymannschaft. Das machen sie gerne, denn vor Olympia hatten sie nicht mal einen Eisplatz im Freien. Macht es viel Spaß, hier in diesen olympischen Anlagen zu trainieren? Ich bin sehr froh, dass die Olympischen Spiele in Sotschi stattfinden. Ich bin echt positiv überrascht, wie viele Kinder hier trainieren und mit vollem Ehrgeiz dabei sind. Als ob Wintersport in Sotschi eine lange Tradition hätte. Die Olympischen Spiele Sotschi 2014 werden mit geschätzten 37,5 Milliarden Euro die teuersten Spiele aller Zeiten. Über das Sechsfache im Vergleich zu den Winterspielen in Vancouver. Das Treiben in der Stadt und die beschauliche Ruhe sind trügerisch. Die Zeit rennt. Der Termin für den Beginn der Spiele ist unaufschiebbar am 7. Februar 2014. Die Lage auf den Baustellen um die 379 Olympiaobjekte ist bisweilen ernüchternd. Das gigantische Fischstadion im Sotschi Olympiapark mit 45.000 Plätzen, das an einen Schneehügel denken lässt, ist immer noch nicht fertig. Über 100.000 Arbeiter aus ganz Asien sind für die Bauarbeiten im Einsatz unter teils fragwürdigen Bedingungen. Alle Arbeitslosen in Russland wurden aufgerufen, mitzuhelfen. Aber noch sind 7.000 Stellen offen. Trotz des immensen Bauwahns hat man diesen Friedhof mitten im Olympiapark gehalten. Die Wahrung der Totenerde ist im orthodoxen Glauben fest verankert. So skurril diese Situation auch wirkt, sie gibt mir Vertrauen in dieses Land und ihre Menschen. Sotschi liegt am Schwarzen Meer. Was liegt näher, als diese Reise im großen und prächtigen Hafen ausklingen zu lassen? Mit Kapitän Alexei möchte ich noch einmal einen Blick zurück auf Sotschi werfen. 14 Tage, 250 Kilometer und der wilde Kaukasus mit dem höchsten Berg Europas, dem Elbrus, liegen hinter mir. Was für ein Abenteuer. Was für Gegensätze. Sotschi liegt auf demselben Breitengrad wie Nizza. Hohe Berge mit tiefstem Winter, tiefe Täler in sommerlichem Grün und eine subtropische Küste am Schwarzen Meer. In wenigen Wochen lodert hier das olympische Feuer. Die meisten Sportler, Gäste und Funktionäre wissen noch nicht, was sie hier erwartet. Für mich steht fest, es werden die Spiele der Gegensätze. Es wird das Abenteuer Olympia.